Moin, moin, liebe Sportsfreunde. Faust ist hier am Start bei Metatron und mit dem Nexus hier, der steht auch schon hier. Hallo. Ja, willkommen zur zweiten Folge von diesem Angespielt-Video oder Videos, wie auch immer. Nexus wollte jetzt ein Lagerfeuer bauen. Ja, ich habe rausgefunden, wie es geht. Oh, jetzt habe ich auf die Dingens geboxt hier. Da ist es, das Campfire. Das ist das allerletzte unten bei dem ersten Hausbau, ne? Allerletzte unten, da kannst du auch eine Workbench bauen. Brauchst aber Metallbarren für. Ah, okay. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir das Lagerfeuer hier draufsetzen können, auf unser Haus. Ja, doch, geht. Dann stelle ich das jetzt einfach erstmal hier hin. Ach so, ich gucke mir gerade den Skill-Baum da an, hier, das Ding da. Ab Level 2 kann ich schneller Bäume oder was auch immer kloppen und Level 3 kommt Rennen dazu. Ah, okay. Ah, guck mal an, wenn du da drauf guckst, auf die Sache, na, Wo? Auf das Lagerfeuer? auf das Lagerfeuer und dann das Mausrad bewegst, also nach unten scrollst, kannst du Open oder eben Demolition oder, na, auswählen. Und dann kannst du mittlere Maustaste drücken. Das heißt, wir können die unten aufheben, die Workbench, wenn wir das Mausrad einmal runterdrehen. Nee, das geht nicht. Also das wusste ich schon, dass das so funktioniert. Aber hier kann ich nicht, hier habe ich nicht Demolish, weil du das wahrscheinlich gesetzt hast. Hier habe ich nur Light und Open. Okay, ich hab's mal Aber wie? angemacht. Ach so, mit mittlerer Maustaste. Ja, mit mittlerer Maustaste dann. Dann versuche ich jetzt mal die Workbench hier von mir wegzunehmen. Ach genau, ich habe das bei deiner Ach versucht. nee, Vielleicht geht das nur bei der eigenen. Use. Man kann das dann, Use ist ja nicht aufheben, sondern benutzen. Ha! Demolition. Ich kann meine aber demolischen. Ja, Demolition kann ich auch meine, aber dann ist er Ja. weg. Nee, nee, das ist aufheben. Demolition ist aufheben? Ja, eigentlich nicht. Wenn man es übersetzt, wäre es ja zerstören, Ja, aber ich wollte gerade sagen. ich hab. Oh, Scheiße, jetzt habe ich Maus gerade gedreht und Äpfel gefressen. Naja. Soll ich jetzt meine mal einfach hier hin? Ja. Sehr schön, dann gucken wir doch mal. Wir haben ja jetzt zum Glück schon mal ein bisschen Fleisch. Ja, ich habe auch mein Fleisch da reingelegt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich stacken kann. Keine Ahnung. Ist natürlich nicht ganz so toll. Inventar. Ziehen wir hier mal rein. Davon kriegt man auf jeden Fall auch Wasser zurück, aber nicht viel. Tag, Junge. Tag ohne Tür. Hat einer schon eine Tür gebaut, Alter. Richtig gut, der Junge. Ja, ich werde jetzt mal gucken. Set Key. Oh nee, ich muss mit Maus rätschen. Das. Ja, dann müssen wir jetzt echt ein bisschen umdenken, ne? Ja, definitiv. Ich könnte jetzt ein Passwort auf die Tür setzen. Das mache ich aber jetzt nicht. Das mache ich nachher zwischen Folge 2 und 3. Also während der Aufnahmepause. Dann werde ich der Tür ein Passwort geben. Bis dahin kommen wir auch so hier rein. Gibt ja noch keine Wände. Ja, klar. Ich will jetzt mal eben kurz eine Storage Box bauen, dass ich dir das Fleisch. Oh, schicke Tür. Hast du jetzt eine Tür mit Türrahmen direkt gebaut oder musst du beides einzeln bauen? Beides einzeln. Beides einzeln, okay. Das ist Yep. gut. Storage Box, wo hatte ich die denn gesehen? Da. So, 6. Zack. Open. Und da packe ich jetzt rein das Fleisch für dich, Faust. Damit du das essen kannst. Glaube ich, kann die Wand hier nicht setzen, weil das Lagerfeuer stört. Oder? Ist doch kein Problem. Nee, 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 lass mal, ich glaube. Okay, schon weg. Ja, das Lagerfeuer kann ich ja wieder neu setzen hier. Das geht ja zum Glück noch. Die Wand ist länger als die Foundation. Merkwürdig. Obwohl, hier passt das ja auch hier auf der Front. Mal Hast du denn gucken, jetzt kann ich. schon genug Wände oder? Nee, nee, genug nicht. Hier kann ich jetzt auch keine Wand setzen. Doch, doch.
man muss ein bisschen hin und her tanzen. Also hier konnte ich jetzt, also da wo du gerade sagst, die Wand ist, die Foundation ist zu kurz. Ja, Oder die okay. Wand länger, wie auch immer. Was brauchen wir noch? Drei, Ich vier habe Stück keine haben wir. mehr. Ich habe keine mehr. Nee, ich habe ja nur gesagt, wie viel wir noch brauchen. Ich würde mal mein Bett umsetzen. Ich stelle das mal hier hinten in der Ecke. Zack, Junge. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Also, ja, öffnen können wir die Tür ja auch so, ne? Genau. Also hier an der Ecke kann ich jetzt nichts setzen. Da, die Nee. beiden hier, da kann ich nichts setzen. Okay. Vielleicht kannst du da nur. Ja, da brauche ich aber. Warte mal. Ich Brauche versuche ich jetzt mal fünf alleine hier so ein Holz? Vieh fertig zu machen. Sicher? Ja, ich will. Ah ja, okay. Klappt auch. Hat mich aber sehr viel Health gekostet. Insgesamt habe ich jetzt noch ein Viertel. Oh, ich kann das nicht mehr aufheben. Mein Inventar ist voll. Oh, Äpfel, 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 yeah. Oh, boah, mein Hunger ist total im Arsch. Oh, 10 Äpfel weg, ey, Hunger gerade mal ein Viertel gefüllt. Ja. Ach ja. Ja, hätte ich vielleicht in der ersten Folge erwähnen können. Letzte Woche kamen auch Steam-Sammelkarten hinzu. Für den Fall, dass das einen interessieren sollte. Ja. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Holz geholt. Ich habe Steine, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ah, Backpack. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. Ach, guck mal, du hast ja einen freshen Rucksack. Ja, den habe ich mir gebaut gehabt, aber noch nicht aufgesetzt. Okay. Na, werde ich mir auch mal einen machen. Ja, weil dann kann man nämlich nochmal 5 Plätze mehr tragen. Was ja in unserem Fall jetzt gar nicht so schlecht ist, ne? Denn wir haben ja noch überhaupt keinen Platz sozusagen. Ey, du hast ja nur 5 Plätze, ne? Das ist ja gar nichts. Deswegen, Und dann halt. hast du, wenn du dir den Rucksack aufsetzt, hast du schon mal 10. Und der kostet nur Holz. Was ein bisschen unsinnig ist, aber okay. Der Junge, was ist denn hier los? Wieso? Manchmal kommt da diese weiße Umrandung, dass ich die Wand setzen könnte, und dann verschwindet die aber auch gleich wieder. Ja, das hatte ich auch. Deswegen konnte ich diese eine Wand da nicht setzen. Ja, das ist alles noch nicht so ganz. Also sagen wir mal so, es ist zwar noch buggy, ne? Es ist aber auch eine ganz, ganz frühe Alpha-Version, ne? Muss man auch immer sehen. Ihr kennt das ja von unseren Kanälen, da ist immer Alpha oder Alpha-Wende. Alpha-Phasen von den ganzen Spielen und so weiter. Da gucken wir immer rein. Denn es gab auch schon einige Spiele, die sich wirklich gelohnt haben. Ne? 7 Days alleine schon zum Beispiel hat sich sehr geil gemacht. Ja, oder jetzt das letzte Kon war eigentlich auch ein cooles Spiel. Ja, aber da hast du halt schnell End-Content. Also, Ja. ich bin mal gespannt, wie es hier ist, weil man kann jetzt hier ja auch nicht ewig bauen. Aber ich habe schon gesehen, Metall kommt auf jeden Fall auch. Iron halt, na, also oder Eisen. Ja, ich werde jetzt mal meine Wände, die ich gebaut habe, in die Kiste da packen. Habe ich auch das Fleisch jetzt mal rausgeholt. Und das esse ich jetzt auch. Ja. Weil ich kriege da auch keine Wand gesetzt. Okay. Ja, ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, komisch. Und wir müssen Eisen finden. Ja, das ist korrekt. Wir haben auch eine Map, übrigens. M drücken, dann haben wir diese Map. Und da sehe ich so rote Kreise. M? Ah. Für M. So, wenn ich da jetzt Kreise. drauf gehe. Siehst du auch so rote Kreise, oder? Ey, wir können Teams bilden. Create a Team. Ah, da war's, genau. Ach, gibt's hier schon russische Hooligans? Warte mal, Create Team. New Team. Warte mal, ich mach mal eins. Das nennen wir Ja. jetzt einfach mal REC.
Passwort ist eigentlich auch. Solltest du drauf kommen? Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Create Team. Und jetzt müsstest du irgendwo RLC als Team finden. Ganz unten. Ja. Ja, komm rein. Ja, da ist er. Und jetzt sehe ich dich auf der Karte. Ah, geil. Sehr Okay. gut, sehr gut. Dann haben wir das auch schon. Ist ja Wahnsinn. Sind voll gut. Ach, wenn du Rechtsklick auf der Karte machst, kannst du ja, dir einen Punkt markieren. New Location. Ah ja, okay, was die roten Punkte dann aber wiederum sind. Ja, da müssen wir dann mal vielleicht gucken, ne? Definitiv. Sollten wir auch vielleicht dann in der nächsten Folge mal machen. Wir haben noch Zeit. Das jetzt so, das sollte jetzt nicht heißen, dass wir aufhören. Okay. aber das machen wir dann, wenn dann in der nächsten Folge. Dann haben wir so wenigstens ein bisschen was erlebt hier, würde ich mal Ja, sagen. genau. Zum Abschluss des Angespiels in der dritten Folge machen wir dann nochmal so eine Tour. Genau. So wollte ich das sehen. Ja, das finde ich eine gute Idee. So, ich hab ne Forge gebaut. Ey, ich komme zurück. Aber wir haben kein Eisen. Nee, wir haben zwar kein Eisen, aber ich sag mal, wenigstens mal angucken. Kann man's ja. So, wie kann man was. Ah! Guck mal, splitten geht auch ganz einfach. Rechtsklick auf das Teil, was du haben willst, splitten. Ganze Hälfte machen oder eben Take 10, Destroy. Aber dann musst Ah. du rechte Maustaste drauf Ja, ich sehe. Alles klar. machen. Jetzt haben wir das auch schon rausgefunden. Mein Gott, nee. Das ist unsere Erfahrung. Nein, nicht draufhauen. Ach, scheiße. Oh, Ich hier, glaube, guck mal. dadurch. Können wir schon mal Brennholz reintun. Ja. Ey, ich glaube. Sieht auf jeden Fall ziemlich nett aus, das Teil, ne? Guck mal, du siehst ja jetzt da oben das Holz drinnen, ne? Ja. Das kommt da tatsächlich rein. Wenn ich das jetzt wieder rausnehme, ist das weg, oder? Weiß ich Nee. nicht. Nee, dachte mir, ich dachte, das erscheint oder ist erschienen, als ich das reingelegt habe, aber gut. Ist ja möglich, dass es vielleicht beim ersten Mal gar nichts drin ist und wenn du das dann reinlegst, dass es dann immer da drin ist. Ja. So, die restlichen Wände hast du hier reingepackt. Na, dann versuche ich jetzt nochmal mein Glück, um die da hinzusetzen. Okay. Nö. Das Einzige, was ich machen kann, ist. Also, ich kann es zumachen, aber dann verlieren wir hier eine Foundation. Ach so, da machst du so die Ecke, ne? Ja. Ja, komm hier. So, Haus ist zu. Wen interessiert die Ecke? Die Ecke, da können wir eine Kiste draußen hinstellen oder so. Ist dann unsere Ey, Außenkiste. warte mal, ich kann schon irgendwas hier. Ich habe 855 XP und ich kann hier für 150 XP random Meal woppen. Kann ich das? Oh ja, Zack. da. The package is on the way. Ey, da kommt ein Airdrop. Der kommt direkt auf uns Ja, guck zugeflogen, da mal, vorne. siehst du das Ja, Flugzeug? ja, ja. Hey. Lass mal rausgehen. Ja. Jetzt gerade, wo es dunkel wird, ey. Voll gut. Fett. Können Oh, wir komm, ganz also schön für die langsam, ne? XP irgendwas auch kaufen? Finde ich ja gut. Ja, was ist, Junge? Dafür, Alter, dass du so einen das. Krach Also. machst, bist du ganz schön langsam, Wir sehen das dann in der nächsten Folge. ey. Wir haben zwar noch 7 Minuten, aber das schafft der nie im Leben bis hierhin. Aber der wird laut. Der wird Ja, laut. ja. Aber ich bin jetzt auch mal gespannt, wo wirft er das ab? Wirft er das so ab, dass es bei uns hier direkt ankommt? Oder wirft er das nur in der Nähe ab? Weißt du? Dass wir Ich noch muss dahin laufen müssen. tatsächlich mal eben leiser machen. Das ist ja. Also bei mir geht's. Finde ich zumindestens. Je nachdem, schreibt gerne mal in die Kommentare. Der ist jetzt fast über uns. Also ein bisschen fehlt noch. Ja und? Schmeiß mal was ab, Junge. Ja, super. Ah! Ah! Der schmeißt das wirklich direkt über uns ab. Gut. Einerseits vorteilhaft, wenn man natürlich nicht weit weg will. Andererseits, PvP ist das natürlich ziemlich beschissen, weil dann sagt er euch, also dann seht ihr sofort die Position des Gegners.
Oder beziehungsweise gebt ihr eure Position preis. Naja, wenn du im PvP-Modus spielst, dann ist das ja auch Sinn und Zweck, dass man sich dann um die Klamotten kloppen muss. Ne? Okay, ist zwar schade, dass man seine XP dafür ausgeben muss und dann im Endeffekt vielleicht einfach gekillt wird und nichts davon hat. Aber ich sag mal, ja, willkommen in der Welt. Ne? Wir sind ja auch, was war das? Wir sind ein Klon, wir sollen eine perfekte Biowaffe irgendwann werden. Also, ja. Ne? Das sagt ja alles, dass es ein PvP-lastiges Spiel ist. Ja, klar, sicher. Ich sag ja auch nicht, dass das schlecht ist. Ne? Ich sag ja nur Vorsicht, ne? Ah, guck mal, hier kannst du auch 50 Wood, 50 Metall, 20 Metall, 30 Copper, 40 Stein. Also Copper ist Kupfer. Schalk wird wahrscheinlich Kalk sein. Nehme ich jetzt mal an. Ey, ich kann noch so ein Paket kommen lassen. Ja, ich für auch. 100, für 150 XP. Ich kann das auch kommen lassen. Mach ich jetzt auch mal. No Shuttle available. Tray again later. Ah, man kann sogar dann nicht noch eins losschicken, wenn das andere noch auf dem Weg ist. Ja, da kommt das nämlich schon wieder. Das, was ich nämlich gerade gerufen habe. Also haben wir gleich jeder irgendeine Waffe. Ja, ist ja auch nice. Ja. Also ich gehe so lange Holz fällen. Irgendwie dauert so, wieder zu lange. Ja. Wenn das sowieso hier runterkommt, dann ist das eh egal. Ja, eben. Haben wir noch Fleisch? Im Dingens müsste noch was sein. Feuer. Hier ist jetzt gerade meine letzten Bären. Ja, ich habe gar keine Bären mehr und irgendwie durstmäßig zu viel rumgestanden. Also ich Durst habe ich überhaupt nicht, weil ich die ganze Zeit die Bären für Durst nehme und alles andere esse ich dann. Weil diese roten Bären, die kannst du echt gut für gegen Durst nehmen. Für gegen Durst, hört sich auch gut an, ey. Perfektes Deutsch. Level up. Oh, guck mal, da sehen wir jetzt die Kiste, wie sie gerade runterkommt. Das wollen wir uns natürlich ein bisschen näher ansehen. Warte mal, ich hau noch eben schnell den Baum hier weg, dann komme ich runter. Oh, die ist ins Wasser geflogen, glaube ich. Ah, Baum, ja, fall liegt, um, Junge. Die liegt hinter unserem Haus auf jeden Fall. So sieht die Kiste aus. Sieht ja eigentlich recht cool aus. Ja, warte, ich bin noch nicht da, ich will das auch aussehen. Nein, ich mach doch gar nichts, ich hab mir doch nur die Kiste angeguckt. Aufmachen, durch. Ah, da. Ah, die andere kommt auch hier runter. Sieht ziemlich nice aus, die Kiste. Macht auf jeden Fall Licht, ne? Ja. Sollte man vielleicht gar nicht aufmachen. Da ist? Na super, eine Fackel drin. Du, dein Ernst? Ja, voll fett. Hat sich ja voll gelohnt, ey, eine Fackel. Jetzt kriegst du auch gleich noch eine, super. Also kannst du direkt stehen lassen, ne? Ja, wer weiß, vielleicht wird es ja auch in der nächsten Kiste was anderes drin sein, ne? Weiß man ja nicht. Ja, wenn du mehr XP ausgibst, ne? Musst du natürlich sammeln, das ist ja sehr zeitaufwendig. Vor allen Dingen, du behältst ja deine XP nicht. Also ist ja nicht so, als ob es jetzt, wenn du eine gewisse Menge XP gesammelt hast, dass du dir dafür ein Paket kommen lassen kannst. Du verlierst die XP ja dann auch. Ja, klar. Das heißt, du musst dann auch wieder neu sammeln. Irgendwas habe ich gerade gehört. Sag ich doch. Irgend so ein Schreien oder irgendwie so ein... Ja. Aus dem Wald irgendwas Komisches. Tresor Safe kann man auch kommen lassen. Polymer. Backpack. Ich gucke jetzt gerade, ich habe 1000. Ah, guck mal hier. Da siehst du es auch. Es steht bei Random Melee Weapon. Torch und Stuyx. Also STYX. Das könnte da drin sein. Bei dem Ach Random so. Weapon. In Klammern T1, was 3000 XP schon kostet, ist einmal eine Pistole, einmal ein Rifle oder einmal eine Shotgun drin. Ah. Und bei T2 ist eine Rifle, Assault Rifle oder ein Shotgun. Ey, wir müssen. Kann man XP überweisen, ey? Das wäre auch was, ne? Ja. Dass wir dann direkt auf irgendwie so ein schweres Geschütz gehen. Also wir jedenfalls für einen von uns. Ja? So, die Kiste ist jetzt mal drinnen gelandet. Open. Da ist eine Axt drin, siehst du? Aber so eine, die wir auch schon besitzen. Genau. Aber wir wissen wenigstens jetzt, was los ist. Und ich würde sagen, wir warten jetzt gleich in der Pause und rennen dann mal ein bisschen rum. Ja, also das war jetzt für mich der Punkt, Ladies and Gentlemen, wo ich sage, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann übermorgen bei der dritten und letzten Folge von Metatron in diesem Angespielt wieder.
Ja, Nexus-Kanal-Link ist natürlich unten drin. Wisst ihr ja. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.